Protest gegen Massentierhaltung und Gentechnik. Wir haben es satt. Mit diesem Schlachtruf war heute eine große Masse Menschen in Berlin unterwegs. Die Polizei spricht von 20.000, die Demo-Veranstalter von 50.000 Teilnehmern. Ein Protestzug gegen die vorherrschende Agrarpolitik. Und auch das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU macht vielen Demonstranten Sorgen, weil sie unsere Verbraucherschutzstandards in Gefahr sehen. Lautstark und bunt war der Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Ein breites Bündnis aus kritischen Verbraucherinnen und Verbrauchern, Umweltschützern und natürlich Bauern, die mit ihren 90 Treckern so zahlreich wie noch nie durch die Stadt pflügten. Biobauer Heiner Küte hat 50 Rinder auf seinem Hof in Willingen und Angst, dass die kleinen Betriebe bald unter die Räder kommen könnten. Was muss denn hier in Berlin oder in Brandenburg einer 100.000 Schweine haben? Das ist doch nicht mehr zu überblicken. Ich meine, 100 Rindviecher, das ist an der Grenze, wo ich noch sehe, wenn eins krank ist, dass ich vorsorglich behandeln kann. Aber wenn das doch in die Tausende geht, ist das doch gar nicht mehr möglich alles. Genau. Und deswegen sind wir heute hier. Aber auch, um gegen TTIP, das geplante Freihandelsabkommen mit den USA, zu demonstrieren. Viele befürchten, dass große amerikanische Konzerne, die genmanipuliertes Saatgut verkaufen, in Deutschland Fuß fassen könnten. Wir sind konfrontiert mit dann US-Produkten, die mit wesentlich weniger Standards produziert werden. Es wird nicht gekennzeichnet werden, das wird von den US-Regierungen kategorisch abgelehnt. Mittlerweile sehr breit getreten, das Chlorhuhn, das Hähnchenfleisch, was in Chlor gebadet wurde, um Keime abzutöten. Die globale Industrialisierung der Landwirtschaft soll gestoppt werden mit ihren allgegenwärtigen Folgen. Billigfleisch überschwemmt die Märkte, Ackerland wird zum Spekulationsobjekt, Tiere leiden und die Konzerne machen Gewinn. Viele haben die Nase voll. Weil wir es satt haben, dass große Konzerne bestimmen, wo unser Essen herkommt, was die Tiere fressen und wir da keinen Einfluss drauf haben. Am meisten Angst haben wir davor, dass es keine richtigen Bauern mehr geben wird, dass wir nur noch Monokulturen haben und nur noch Tierfabriken. Und das ist Horror. Mehrere 10.000 Menschen haben heute gegen die Agrarpolitik demonstriert, aber das reicht nicht. Kaufen Sie bei Bäuerinnen und Bauern, kaufen Sie Produkte ohne Gentechnik, kaufen Sie Produkte aus artgerechter Tierhaltung. Jeder Einkauf ist eine politische Handlung, Essen ist politisch. Auf der Grünen Woche ist wenig davon zu spüren. Deshalb haben die Bauern heute auch dort demonstriert.